Wir haben eine Funktion gegeben, x² minus 6x plus 5, und möchten in einem bestimmten Intervall den Durchschnittswert haben. Intervall heißt von x gleich 2 bis x gleich 4. Eigentlich muss ich damit noch nicht einmal wissen, wie meine Funktion aussieht. Man kann es sich vorstellen, es ist eine Parabel, die nach oben geöffnet ist, aber eigentlich interessiert mich das wenig, weil ich habe alles, was ich brauche. Ich habe die Formel, weil ich ja eine Formelsammlung habe und danach geschaut habe, oder sehr toll und schlau bin und die auswendig weiß. Die Formel geht nämlich, der Mittelwert einer Funktion ist 1 durch b minus a mal Integral von a bis b von der Funktion. Und in diesem Fall, ich habe ja alles. Ich habe a und b, das sind nämlich die 2 und 4. Ich habe die Funktion, keine Probleme. Also sage ich, mein Durchschnitt, nennen wir d, ist 1 durch b minus a mal Integral von 2 bis 4 von der Funktion. Ups, das ist x hoch 2. Minus 6x plus 5. Oh, hässliche 5. Viel schöner. Gut. Aufleiten. X-Werte einsetzen, also Grenzen einsetzen. Glücklich sein. Also 1 durch 4 minus 2 ist 1/2. Mal, wenn ich das Ding integriere, habe ich aus x hoch 2 wird 1/3 x hoch 3. Aus 6x wird 3x². Und die 5 kriegt beim Integrieren ein x hinten dran. Die Grenzen sind immer noch 2 und 4. Und diese setze ich jetzt ein. Wenn ich 4 einsetze, habe ich 1/3 mal 4 hoch 3 minus 3 mal 4 Quadrat plus 5 mal 4. Und wenn ich die 2 einsetze, habe ich 1/3 mal 2 hoch 3 minus 3 mal 2 Quadrat plus 5 mal 2. Ja, das hacken wir mal kurz im Taschenrechner ein und gucken, was rauskommt. 1/3 mal 64 minus 48 plus 20. Also da vorne habe ich minus 20/3 und hinten habe ich, gute Frage, 8/3 minus 10, 2/3. Habe also einen Durchschnittswert von 1/2 mal minus 20/3 minus 1/2 mal 2/3. Das sind gekürzt minus 10/3 minus die beiden 2 gekürzt sind nochmal 1/3. Also habe ich minus 11/3. Ja, das wäre mein Durchschnittswert.